Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei Tokenmaker. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir werden heute eine Lesung machen, die vom Neumond in Fisch inspiriert ist. Diese Kraft ist immer noch ein bisschen aktiv, ne? Also das Sternzeichen Fische ist sowieso jetzt gerade gefragt, aber diese Mondkraft im Besonderen auch. Das Besondere dabei ist, dass die Fische selber sind ein spirituelles Zeichen. So, und wenn es um die Mondkräfte geht, ne, dann geht es immer so ein bisschen um die weiblichen Themen, aber auch, wenn wir in den traditionellen Bereichen, die sich mit Witchcraft befassen, dann geht es auch ganz viel um den Mondzyklus im Sinne von Dinge hineinziehen oder wegbringen, ne? Abstoßen, hinziehen, mehren, verabschieden. Der Neumond in Fische ist insofern etwas ganz Besonderes, weil es da vermehrt um die Spiritualität geht. Vermehrt um die Dinge, die uns vielleicht gar nicht so sehr bewusst sind. Wie gesagt, der Mond, es kommt immer so ein bisschen darauf an, welche Energie man genau haben möchte und was man tatsächlich explizit ziehen möchte. Das kann von bis gehen tatsächlich, je nachdem, wen man da vor sich hat und wer mit welchem Konzept arbeitet. Aber jetzt, von der jetzigen Energiequalität her, ist es ideal, quasi mit Themen zu arbeiten, wo es um die spirituelle Weiterentwicklung geht. Und deswegen werden wir uns heute mit euren Spirits sozusagen hier zusammensetzen und mal nachschauen, was ihr auf eurer spirituellen Reise noch nicht sehen könnt. Das kann der blinde Fleck sein, das kann aber auch eine totale Überraschung sein. Das kann so und so ausfallen. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe eben im meditativen Zustand sehr, sehr unterschiedliche Steine gezogen. Das werden verschiedene Themen sein. Ich bin neugierig auf euch. So, meine Lieben, das kurz vorweg. Ach ja, wer das noch nicht kennt, ihr wählt bitte nach euren Impulsen aus, ne? Also das heißt, ihr geht danach, welcher Stein euch am stärksten anzieht. Oder auch in der vorgeschalteten Sequenz, nur ganz kurz zum Ablauf, zum besseren Verständnis. Die Karten, die ihr da seht, das sind Karten, die im Verlauf dieser Sitzung als Hauptkarten der jeweiligen Spreads herauskommen. So. Deswegen ziehe ich die nie vorweg, sondern die entstehen im Laufe der Sitzung. Das ist meine Arbeitsweise. So, und bei denen könnt ihr natürlich in der Sequenz jetzt zuvor auch gucken, welcher Impuls ist davon der stärkste. Wenn da mehrere Impulse sind, nicht wundern, wir sind hier im Kollektiv unterwegs, da haben wir immer einen Hauptstrang und da muss man gucken, wie individuell euer Leben davon abweicht. Ne? Ihr seid alle Individuen, ist ganz klar, dass wenn wir in einem Kollektiv unterwegs sind, nur die Überschneidungen sehen können, die mit dem Kollektiv am stärksten vertreten sind. Und dann können wir so zwei, drei Ebenen darunter auch nochmal angucken. Da müsst ihr einfach achtsam sein, was genau von diesen Botschaften wirklich euch betrifft. Ne? Das werdet ihr auch merken. Das ist so ein kleiner Impuls, wo ihr dann selber merkt, okay, das war jetzt für mich der Teil nicht so. So. Und bevor wir uns jetzt ins Reden verlieren, lasst uns starten. Spirits von Deck Nummer 1. Zeigt uns bitte, was Deck Nummer 1 noch nicht auf ihrer oder seiner spirituellen Reise sieht. Spirits von Deck Nummer 2. Zeigt uns bitte, was Deck Nummer 2 auf ihrer oder seiner spirituellen Reise noch nicht sieht. Spirits von Deck Nummer 3. Zeigt uns bitte, was Deck Nummer 3 auf ihrer oder seiner spirituellen Reise noch nicht sieht. Oh, die beiden sind... Okay, gut. Nehmen wir so. Spirits von Deck Nummer 4. Zeigt uns bitte, was Deck Nummer 4 auf ihrer oder seiner spirituellen... Okay. Danke. Reise noch nicht sieht. Kommt noch eine? Ja, eine kommt noch. Danke. Spirits von Deck Nummer 1.
zeigt uns bitte, was Deck Nummer 1 auf ihrer oder seiner spirituellen Reise noch nicht sieht. Danke. Spirits von Deck Nummer 2. Zeigt uns bitte, was Deck Nummer 2 auf ihrer oder seiner spirituellen Reise noch nicht sieht. Oha, da ist viel los. Spirits von Deck Nummer 3. Zeigt uns bitte, was Deck Nummer 3 auf ihrer oder seiner spirituellen Reise noch nicht sieht. Nein, okay, danke schön. Spirits von Deck Nummer 4. Zeigt uns bitte, was Deck Nummer 4 auf ihrer oder seiner spirituellen Reise noch nicht sieht. Dankeschön. Spirits von Deck Nummer 1. Zeigt uns bitte, was Deck Nummer 1 auf ihrer oder seiner spirituellen Reise noch nicht sieht. Spirits von Deck Nummer 2. Zeigt uns bitte, was Deck Nummer 2 auf ihrer oder seiner spirituellen Reise noch nicht sieht. Okay, danke. Spirits von Deck Nummer 3. Zeigt uns bitte, was Deck Nummer 3 auf ihrer oder seiner spirituellen Reise noch nicht sieht. Bleib bei einer, okay, danke. Spirits von Deck Nummer 4. Zeigt uns bitte, was Deck Nummer 4 auf ihrer oder seiner spirituellen Reise noch nicht sieht. Okay, danke schön. So, meine Lieben, ich räume jetzt einmal hier auf und dann sehen wir uns in den jeweiligen Decks wieder. Bis gleich. Hallo, Deck Nummer 1. Du hast dich für diesen pinken Opal entschieden. Und du siehst, der hat nicht so sehr dieses Opalisierende, was wir oftmals damit in Verbindung bringen. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass er zu der Gruppe der Opale gehört, ist er grundsätzlich ein Inspirationsstein. Immer. Durch diese Farbe Pink ist er aber ganz stark mit dem Thema Selbstachtung, Selbstwert verbunden. Ne? Also alles, was so Richtung Herzchakra-Arbeit geht, dafür ist er mit prädestiniert, wenn es darum geht, sich anzunehmen und Wunden zu heilen. Pinke Opale nutzt man in der Heilsteinarbeit ganz direkt, um Blockaden aufzulösen, die mit Schüchternheit und Hemmung zu tun haben, ne? Weil die mit dem Thema Selbstwert verbunden sind in Wirklichkeit und sind daher Auflösungssteine, die gleichzeitig, ich sag mal so, weniger wie so eine externe Kraft, die irgendwo reingreift und dran rumwurschtelt, funktioniert, sondern mehr im Sinne von, die werden, es funktioniert immer so, dass das dann Bewusstsein geschärft wird. Ne? Du wirst inspirierter dadurch, zu bestimmten Themen genauer hinzugucken und hast dann dadurch durch diese Inspiration auch ein Stück weit mehr Mut zum Beispiel. Ne? Das ist nur so eine Beispielform, wie diese Steinkraft wirkt. Die ist nicht wirklich direkt wie so eine kleine Bombe, sondern die ist wirklich sehr, sehr, sehr sanft. So, lasst uns starten. Genau. Bei euch hatte ich den Impuls, diese Karte umzudrehen. Das ist insofern wichtig, als dass eigentlich, wenn Karten direkt gedreht rausfliegen für mich oder ich den Impuls bekomme, das direkt umzudrehen, dann ist das etwas, was ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. So, und was für dich insbesondere wichtig ist. Es geht hier mit der Tollkirsche darum, dass du sehr begehrt bist und gleichzeitig auch geschützt. Also es gibt tatsächlich jemand, entweder als menschliches Umfeld oder tatsächlich aus dem spirituellen Raum, der
wirklich ein großes Interesse daran hat, dich zu unterstützen und der dir sehr viel Schutz gewährt. Und das ist eine sehr starke Person. Das ist keiner, der selber schwächelt oder irgendwie angegriffen ist, sondern das ist jemand, der ein sehr, sehr starkes Kraftfeld erzeugen kann. Ne? Das geht so ein bisschen aus dieser Geschichte, dieser Karte betreffend einher. So, weil da geht es auch um eine höhere Macht im Grunde genommen, die im Prinzip hier durch den Hahn verkörpert wird. So. Also da geht es tatsächlich darum, dass du auch den oder diejenige anziehst. So. Lass uns mal weiter gucken. Du hast, wow, du hast den Schutzengel. Also ich benutze den Begriff Spirits immer relativ frei. Das habe ich euch ja schon ein paar Mal versucht, so ein bisschen näher zu bringen, weil ich nicht so der Freund bin, alles in eins immer aufzuzählen. So, weil es gibt sehr, sehr unterschiedliche ätherische Wesen oder Präsenzen, nennen wir das einfach mal so, mit sehr, sehr unterschiedlichen Aufgabenfeldern. Und ich finde das schöner, alle wohlwollenden Spirits einzuladen, als immer alles explizit genau aufzuschlüsseln. Das würde ich nur beim Ritual machen. Hier allerdings zeigt sich ganz explizit dein Schutzengel. Und der zeigt sich auch in einer süßen kleinen Note. Ne? Hier geht es nämlich auch darum, dass du das Bewusstsein dafür öffnest, wann dein Schutzengel Kontakt mit dir aufnimmt, wann da ein Zuhören genauer gefordert ist. Das ist in dieser Karte sehr süß erzählt, weil es hier um diese dargestellte weiße Feder geht. Ne? Und immer wenn dir weiße Federn begegnen, entweder wirklich richtig physisch als Objekt oder zum Beispiel in einer auffälligen Geschichte, du siehst es als Schmuck, wo auch immer dieses Symbol weiße Feder auftaucht, da ist dann quasi eine Mini-Nachricht drin. Oder für dich nochmal der Hinweis, such nochmal ganz bewusst den Kontakt zu dem Schutzengel auf, weil da ist nochmal eine Botschaft für dich. So. Du hast den Skorpion. Wow, und du hast das Reh. Ja, lass uns noch mal das Tarot dazu nehmen. Aber ich glaube, das geht schon in eine ganz bestimmte Richtung. Gucken wir mal gleich rein. Spirits von Deck Nummer 1. Zeigt uns bitte exakte Ergänzungen zum ausliegenden Orakelblatt. Der Ritter der Kelche. Die 5 der Stäbe. Die 9 der Stäbe. Der Hierophant, die 2 der Schwerter, die 9 der Kelche. Die Königin der Kelche. Und die 10 der Münzen. Kommen noch 2? Ja. Das Gericht und der König der Münzen. Okay, hier stecken mehrere Themen drin. Also, das hier sind 2 verschiedene Parteien. Das ist nicht die gleiche Partei. So. Und das ist ein Hinweis, gerade weil wir hier den Ritter der Kelchen sehen, das ist ein Hinweis auf eine Person hier, die Tollkirsche. So, du hast hier den Skorpion, du hast das Reh liegen. Hier geht's, der Skorpion ist so eine auflösende Kraft, ne? Die geht sehr gerne richtig tief rein. Und du hast hier den Blockadenlöserstein im Grunde genommen. So, und da das mit dem Thema Selbstwert und Liebe zulassen auch ein bisschen miteinander verbunden ist, ne? Die sind aneinander gekoppelt, die Themen, dreht sich das auch ein Stück weit um das Thema Liebe ins Leben lassen, ne? Diese Entwicklung dazu. Und auch die Blockaden aufzulösen. So, und da bekommst du Unterstützung. Das ist etwas, was du noch nicht sehen kannst. So, da ist tatsächlich eine Person dabei, aber du hast auch wirklich eine ganz, ganz starke geistige Führung mit dabei. Ne? Also der Schutzengel,
der mit dir unterwegs ist, der versucht dich auch wirklich ganz stark zu unterstützen. Das geht eigentlich mehr darum, dass du aufmerksamer ihm gegenüber oder ihr gegenüber bist, ne? Je nachdem, wie er sich dann dir gegenüber zeigt. Ich benutze da gerne die R-Form, wobei das nicht ganz korrekt ist. Eigentlich müsste man S sagen, aber ne, ich hoffe, ihr könnt das gut einordnen. Das Reh selber, das ist jetzt hier wichtig. Das ist tatsächlich so eine ganz liebevolle, vergebene Haltung. Das ist, merkt man am stärksten, wenn ihr auf eine Situation trifft, mit einem Elternteil zum Beispiel, klassische Situation, dreijähriges Kind bockt. So. Dann kann man sich jetzt natürlich emotional davon fangen lassen und angegriffen fühlen. Und diese Re-Energie ist aber genau die Energie, die den Erwachsenen dann veranlasst, liebevoll mit dem Kind umzugehen, weil er verstanden hat, das Kind ist erst 3, das hat noch gar keine Möglichkeit gehabt zu erlernen, wie man es mit seinen Emotionen wirklich umgeht. So, das ist nicht persönlich, das Kind ist jetzt einfach nur völlig überschwemmt von dem Gefühl. Das ist dieses liebevolle Vergebene, was hiermit gemeint ist. Und das merkt man am stärksten in solchen Situationen tatsächlich, ne? Da merkt man einfach, dass ganz viel Verständnis, ganz viel Akzeptanz, ganz viel Toleranz. So, und das darf man nicht verwechseln mit, dass man sich, ne, das gefallen lässt, wenn zum Beispiel ein Kind dann die Hand erhebt. Das jetzt nicht unbedingt, aber dass das Kind überhaupt so eine Reaktion zeigt. So, und wie gesagt, ich gebe euch jetzt nur dieses Beispiel, weil da könnt ihr am stärksten diese Assoziation dazu bemerken. Das tritt auch noch in anderen Situationen auf, so ist das nicht. So. Aber diese Haltung hier, dieses liebevolle, vergebene Element, ne, das ist auch das Konzept der wahren, echten Liebe eigentlich. Ne, das steckt da auch hinter. Das ist etwas, wo im Prinzip dein Schutzengel im Laufe deiner spirituellen Reise versucht, dich da auch näher ranzukriegen. So. Und das ist für dich persönlich auch eine ziemliche Herausforderung. Ne? Du hast ja die 5 der Stäbe. Du bist da sehr viel auch in Reibungsfläche mit anderen Menschen. Das kann teilweise sehr gut sein. Das kann Spaß auch machen. Ne? Die 5 der Stäbe ist eine Combat-Situation, die durchaus sportlich und dann auch spaßig ist, weil man durch das sich gegenseitige Messen sich anspornt, weiterzuentwickeln, kann aber auch kippen. So, und das, was wir hier sehen, ist, dass für dich so dieses Gefühl der Herausforderung ist, das zuzulassen, dieses Element, ne, diese Form von Nähe wieder zuzulassen. Und das ist etwas, das hängt bei dir ganz stark auch damit zusammen, wie du deine Grenzen setzt. Nicht ob, sondern eher wie du das machst, die Art und Weise. So. Und das ist wiederum geprägt von deiner Haltung bezüglich der Situation oder auch deinem Verständnis hiervon und dem Verständnis von dir selbst im Punkto Hemmung oder Schüchternheit. Ne? Das ist dein Selbstverständnis, das da im Prinzip wirkt. So. Was wir hier im inneren Teil sehen, du hast hier die 2 der Schwerter. So, du wirst in eine Situation kommen, wo du nicht so genau weißt, wie das Endergebnis ist. Ne? Also du musst quasi Entscheidung fällen, ohne wirklich voraussagen zu können, welche ist die bessere. Und das wird sich hier auch um deinen Herzenswunsch dabei drehen. Ne? Und da ist auch wiederum das Thema der Selbstachtung, Selbstwert, Selbstliebe, das ist es eher bei euch, das wird damit verbunden sein. So. Und das hat insofern auch für euch eine hohe Priorität, weil das auch viel mit eurer eigenen Kraft, ne? Und das, was ihr als ich übernehme die Kraft für mich selber, ne? Ich bin in meiner eigenen Kraft und ich kann das jetzt fließen lassen. Ich kann diese Kreativität abrufen und damit mein Leben wirklich erschaffen. Ne? Die Königin der Stäbe ist so ein bisschen, das heißt so ein bisschen, wenn man sagt so, das ist die schlechthin die Karte für Manifestation von einer weiblichen Seite aus. Ne?
Also wer sich da unter den Schamanen oder wirklich Menschen, die sich mit Manifestation jetzt stark angesprochen fühlt, das ist auch genau eure Karte. Sondern hier geht es auch tatsächlich um Wunscherfüllung. So, und die ist gekoppelt mit Wohlstand. Das Interessante ist, dass das Auflösen und Annehmen, ne, das ist hier mehr ein Ich nehme an, nicht ein ich muss gegen Widerstände anarbeiten, das ist ein Thema, das hast du auch, aber das ist mehr ein Ich nehme einen bestimmten Teil an. So, und das hier ist miteinander verbunden. Wir können gleich nochmal reingucken, was sich da genauer zeigt. So, aber das hier ist, denke ich, mit ziemlicher Sicherheit eine Person, die in euer Leben reingepurzelt ist oder noch kommt. Aber dadurch, dass sie sehr dicht hier dran ist, dürfte die eigentlich bereits in eurem Feld sein, also eurem Umfeld sein. So. Und es geht ja um die Dinge, die ihr in eurer spirituellen Reise noch nicht gesehen habt. Das ist miteinander gekoppelt. So. Was wir hier sehen, ne, dass dadurch, dass hier eine Auflösungsarbeit stattfindet, entwickelst du dich spirituell weiter. Das ist der eigentliche Auslöser. Ne, du hast unten nämlich das Gericht liegen. So, zusammen mit dem König der Münzen und den 10 der Münzen. Also das ist in doppelter Hinsicht, was die Hofkarten angeht, beziehungsweise die kleinen Arkana, die Vollendung der Münzzahl, ne? Also die Vollendung der Manifestation. Hier mit dem Schwerpunkt, dein Traum wird erfüllt und du baust dir etwas auf, was auch für die Nachwelt bleibt, ne? Explizit in diesen beiden Karten. So. Und da ist, du guckst auf dein erschaffenes Reich, ne? Du guckst da drauf, so, und genießt diese Situation, genießt das, was du dir erarbeitet hast und kannst entspannt dich zurücklehnen. Ne? Also das ist halt auch dieses, ich kann gelassen sein und ich kann auch teilen, was ich da auch immer habe. So, und das ist aneinander gekoppelt. So. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr starker Segen, der auch zum Teil hier mit zusammenhängt. So, jetzt lass uns mal genauer gucken, was hier der Ritter der Kelche und die Bella Donna, also die Tollkirsche ist. Das dürfte eine Person sein. Spirits von Deck Nummer 1. Zeigt uns bitte genauere Details zur Tollkirsche und dem Ritter der Kelche. Das ist das Ass der Stäbe. Die 5 der Kelche. Die 3 der Kelche. Der Gehängte. Und die Welt. Also das ist auf jeden Fall jemand, der sich in deinem Freundeskreis befindet. Ja, du hast die 3 der Kelche hier liegen. Das ist jemand, der ist bereits im Freundeskreis. Das kann auch, können auch befreundete Kollegen sein, das geht auch, aber das ist bereits, da gibt es bereits Kontakt. Der oder diejenige ist bereits vorhanden. So, du hast hier die 5 der Kelche. Das ist jemand, der dich sehr schätzt. Ne? Und der auch gerade, also du wendest deinen Blick immer auf die Dinge, die verschüttet sind, die vergeben sind, die sozusagen Problemzonen sind, könnte man jetzt übertrieben ausdrücken. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Da wendest du deinen Blick immer drauf. Ne? Und das kostet dich auch echt viel Kraft. Aber der oder diejenige, der sieht diesen Schatz in dir. Und das ist halt auch der Grund, weshalb du die Tollkirsche hier liegen hast, weil das bedeutet, dass derjenige ein sehr, 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 sehr hohes Interesse an dir hat. So, das ist ebenfalls jemand, der mit dem Ass der Stäbe, das ist entweder jemand, von dem du auch weißt, dass der bereits da ist, ne? Das weißt du längst, oder auch jemand, mit dem du das Gefühl hast, wenn du mit ihm oder ihr zusammen bist, dass dann gerade dieses Erkenntnis und dieses Ideen im Kontext mit
Spiritualität, weil hier sind die Asta-Stäbe sozusagen wirklich spirituelles Empfangen eigentlich gemeint und nicht nur kreatives Potenzial, sondern hier geht es wirklich um Empfangen von Ideen. Und das ist etwas, was ihr beide teilt und was ihr auch voneinander wisst. Und das ist ein Mensch, der eine ganz andere Perspektive dir zeigt auf das Leben selber. Und du dadurch quasi dein Lernthema abschließen kann. Und deswegen ist das auch so wichtig für dich. So. Lasst uns noch mal gucken. Wir haben ja hier vorne das Thema mit der Einstellung, was da die Spirits euch zu sagen, ne? Weil hier ist ja schon der Schutzengel präsent. So, was sie hier noch als Rat detailliert zu geben. Insbesondere, weil du ja ohne die Ergebnisse zu kennen Entscheidung treffen musst. Ne? Dann geht es nicht um das Ergebnis, sondern das Wie der Entscheidung. Lass uns mal gucken, wie da der Rat explizit so ist. Spirits von Deck Nummer 1, zeigt uns bitte exakt den Rat zu dem Hierophant, den 9 der Stäben und den 2 der Stäben betreffend, wie Deck Nummer 1 seine Entscheidung da fällen kann. Zu ihrem höheren Wohl. Was wieder die 9 der Stäbe. Also es geht halt wirklich um die Art und Weise, wie du Grenzen ziehst. Ganz klar. Du hast das Ass der Stäbe und da sollst du deine spirituelle Führung stärker drin einfließen lassen. Mehr. Oh, das ist der Punkt. Oh, okay. Es geht hier bei diesem Hinweis, ne, das hier und diese Dreieckskonstellation, die wir hier drunter haben und diese Kombi, da geht es eigentlich für dich darum, bei der Art und Weise, wie du Grenzen ziehst, dass du dich mehr auf deine spirituellen Impulse verlässt, weniger aus dem reinen verstandesmäßigen Denken heraus. Ne? Also, das ist, wie soll ich sagen, wir haben ja so eine Art Tagesbewusstsein. Unser Tagesbewusstsein produziert Gedanken, pausenlos Gedanken. Und selbst wenn wir sehr weit auf unserer spirituellen Reise fortgesetzt wandern, sind diese Gedanken eigentlich da und wie eigentlich domestizieren wir sie nur im Laufe der Zeit, könnte man jetzt salopp ausdrücken. Nichtsdestotrotz haben die eine bestimmte Aufgabe und die rattern natürlich am bestimmten System los, weil das sind Automatismen, die sich sozusagen bilden. Ne? Diese Automatismen, dieses automatische Denken, weil das ist bislang Schemata gewesen und danach handelst du oder denkst du besser gesagt und handelst dann erst. Das ist das, was noch nicht so rund läuft. So, und dein Schutzengel zeigt dir eigentlich, du hast Eingebung, das sind Impulse, die du achtsam wahrnehmen solltest. Und wo du achtsam mit der Information im Alltag gucken solltest, wie du das nutzen kannst zum deinem Wohl, ne? Weil du hast denn das Reh hier unten liegen. Hier geht es explizit um diese Toleranz und Selbstakzeptanz und Liebe zum höheren Wohl hin, ne? Ganz, ganz klar. Und das ist die Grundintention, die hinter diesen Impulsen steckt. Und das kannst du im Alltag am besten anwenden, wenn du dich immer wieder mit dieser Frage konfrontierst. Gerade wenn du einen Impuls kriegst, notieren und dann insofern fragen, was ist jetzt das höhere Wohl? Und da ist auch dein höheres Wohl drin. So, ne? Und dann erst Grenze ziehen, danach bemessen. Ja, gerade wenn es um das Thema Verletzung geht, du hast die 10 der Schwerter. So, das ist auch die Situation, die hier mit dem Skorpion aufgelöst wird. So, das ist entweder die Angst vor der Verletzung oder tatsächlich eine erlebte Verletzung. So, und das Schöne bei dieser Karte ist, meine Lieben, deswegen ist das auch so was ganz Besonderes, dass ihr die kriegt. Die 10 der Schwerter kündigen ja immer so eine Heilung einer Situation an, ne? Was das Ende eines Zykluses auch ist. So, hier ist es so, dass die Person wirklich verraten wird und dem Tod überlassen wird. Und anstatt, dass die betreffende Person stirbt, wird sie zur Meeresgöttin. Das heißt, sie transformiert sich.
So, das mindert nicht den Täter in seiner Tat. Keineswegs. Eine schlechte Tat bleibt eine schlechte Tat. Aber der Wandlungsprozess wird ausgelöst durch diese Tat. So, und das ist etwas, was Stärke gibt. Die Erkenntnis, was nehme ich daraus mit? Wo kann ich mich zu meinem Wohl in dem Punkt weiterentwickeln? Und nicht Stillstand, Weiterentwicklung. Und das ist halt auch bei den Zweiterschwertern die Frage. Jetzt bei den Zweiterschwertern, die Frage ist nicht, was ist die richtige Entscheidung? Bei den Zweiterschwertern hier ist für dich die Frage, wo kann ich mich weiterentwickeln? Und passiert das zu meinem eigenen Wohl? Oder ist jemand anderes hauptsächlich Nutznießer davon? Und dann ziehe ich eine Grenze. Das ist im Prinzip das, was hier so als Nachricht für euch drin steckt. So, lass uns doch mal gucken. Da kommen, glaube ich, noch zwei Karten. Ich sehe nämlich hier noch was rausspringen. Du hast das Ass der Münzen. Ja, den Pagen der Stäbe. Also das mit diesem Selbstwert, ne, und dieser Blockade, die wir hier haben, die beeinflusst auch so ein bisschen euren Mut. Tatsächlich, da ist eine berufliche Verknüpfung hinter. Ne? Also eure Hemmung, euch etwas zuzutrauen, ist damit verbunden. Und sich auf ein neues berufliches Abenteuer einzulassen. Ne? Du hast das Ass der Münzen, das heißt eine Idee, eine wirtschaftliche Geschichte, ein neuer Job, neuer Beruf, Zweig. Das ist immer mit sehr hohem Potenzial verknüpft. Und du hast ja sogar den Pagen der Stäbe daneben liegen. Das ist wie das doppelte Potenzial sozusagen. Ne? Das ist zweimal eine sehr junge Energie, die braucht auch Arbeit, gerade weil es Münzkarten sind. Münzen brauchen immer Zeit zu manifestieren. Aber die haben ein unglaublich hohes Potenzial. Und du hast hier sozusagen noch den Garant daneben liegen, dass das wie so ein neues Abenteuer für dich ist und dass es Spaß machen wird. Weil der Page der Stäbe, der lebt in seiner Leidenschaft, der lebt die Lust, der lebt die Freude am Sein. So, und das ist etwas, was hier in diese Idee, in das Ass hineinfließt. Und auch das, meine Lieben, sollte tragend sein, welche Entscheidung ihr trefft. Es geht nicht darum, was davon das perfekte Ergebnis ist. Es geht darum, wo ihr das am besten leben könnt. Und das wird euch zwangsläufig weiterentwickeln lassen. Und zwar ganz stark. So. Meine Lieben, das war meine Lesung von mir für euch. Wenn euch das gefallen hat, gerne mit einem Daumen hoch antworten. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen, wie immer unten in die Box rein. Abonniert die Glocke, dass wir uns wiedersehen können. Und dann sage ich euch schon an dieser Stelle tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hallo Deck Nummer 2. Du hast dich für diesen Baumarchate entschieden. Und Baumarchate, die haben durchaus Ähnlichkeit mit den Moosarchaten. Also würde ich sie nicht immer nebeneinander legen und schön separat packen, hätte ich auch, glaube ich, Probleme bei meinen beiden Steinen. Wofür sind die gut? Wenn wir die als Heilsteine einsetzen, dann geht es dabei um das Thema Ausdauer, Beharrlichkeit, Schwierigkeiten zu überwinden, das Immunsystem zu stärken. Ne? Also grundsätzlich dieses Lebenskraft zurückgewinnen und etwas mit Ausdauer zu überwinden. Ne? So, lass uns mal gucken. Die Karte, da hatte ich den Impuls, sie direkt umzudrehen. Das heißt, das ist etwas, was jetzt auch ganz offensichtlich eigentlich ist, was euch auch bewusst ist. Ne? Also ihr habt schon eine sehr lange Reise hinter euch. Die Klematis, das ist nämlich eine Waldrebe, beziehungsweise im Deutsch zählt sie zu den Waldreben. Und das sind rankende Pflanzen. So, und das heißt einfach, dass die einen sehr langen Prozess, einen sehr steilen Hindernisparcours hinter sich legen müssen, bevor sie blühen können. So, und sie sich an verschiedenen Stationen auf ihrer Reise nach oben, Entschuldigung, festhalten. Das heißt, einerseits geht es hier um Erfolg, ne, weil die kommt zum Erblühen, ist ja auch schon erblüht, also das ist ein Zeichen für Erfolg, aber auch ein Hinweis für, vergiss nicht die Menschen,
die dir diese Reise möglich gemacht haben. Das ist auch das Konzept von sei auch dankbar, wer dich getragen hat während der Reise. Und lass das diese Menschen auch wahrnehmen oder auch die Spirits. Ne? Also kommt ja darauf an, wie du mit deiner Umwelt arbeitest. So, deine zweite Karte. Das ist der Mistelzweig. Das ist interessant als Kombination. Da gehen wir gleich nochmal drauf an, weil die Mistel, die kann in zwei verschiedene Richtungen gehen. Das ist in diesem Deck eine Karte, die zwei verschiedene Bedeutungen hat, mit zwar dem gleichen Grundthema, aber unterschiedliche Ausprägung hinterher. So, und dann sind euch ganz viele von diesen Karten rausgefallen. Ihr habt den Adler. Schaut ihr das Ganze von einer höheren Perspektive an. Aha. Ihr habt die alte Weise. Ihr habt den Geistfuchs. Und ihr habt die Schlange. Das Spannende ist, diese beiden Karten sind auch verdeckt gewesen. Ne? Und wie ihr das schon hier seht, ne, die gehören in ihrem Bedeutungsrhythmus in diesem Deck auch zusammen. So, da ist das gleiche Farbmuster hinter. Wohingegen diese beiden aufgedeckt waren. Die alte Weise, das ist tatsächlich, wenn wir das jetzt mit der Drei-Gestalt der Monden vergleichen würden, wäre das der letzte Mondzyklus bis hin zum Schwarzmond. Sondern es geht hier wirklich um die Weisheit, die aufgrund dieses Lebens und dieser Reise entstanden ist. Und das Anwenden dieser. Ne? Weisheit heißt nicht, sich für irgendeine Seite zu entscheiden, sondern zu wissen, wie das Leben und alle seine Facetten funktionieren, wie sie ineinander greifen und darauf im angemessenen Maße eingreifen oder einwirken zu können. Und genau das hier ist auch der Aufruf, die eigene Weisheit dafür zu nutzen, sowohl was die dunklen Aspekte angeht, ne, was darum geht, Dinge sichtbar zu machen oder auch einfach wegzuschicken, weil das Maß ist einfach voll. Oder eben halt auch die lichtvollen Aspekte regelrecht zu rufen. Ne? Also das ist tatsächlich, zieh dir das in dein Leben und nutze das sinnvoll, bewusst, was du an Kompetenzen auf deiner Entwicklungsreise erlernt hast. Nutze das jetzt. Und das ist halt dieses Wachse daran, weil du deine Weisheit benutzt und dir das Recht gibst, diese wirken zu lassen. So. Hier ist auch, gerade wenn da so die Frage entsteht, wie soll ich das denn machen, der Hinweis, guck dir das aus einer höheren Warte aus an. Ne? Der Adler ist immer der Hinweis auf die höhere Perspektive, auf den Hinweis von, zieh dich mal aus deinen Gedanken, aus deinen emotionalen Vorgängen heraus und versuch das wirklich aus einer höheren Perspektive mit dem Blick nach unten, sprich Vogelperspektive, auf die Situation anzusehen. So. Du hast die Schlange hier. Die Schlange ist einerseits ein Symbol für die weibliche Kraft und das Erwachen dieser. Und dadurch, dass es hier der letzte Zyklus ist, geht es auch nicht nur um, wie soll ich sagen, die Aspekte, wo sozusagen die Energie steigt. Hier geht es auch um die Aspekte, wo Energie abfallen würde. Also wenn wir hier mit diesem Dreierklang der Monden arbeiten, die ja stellvertretend für bestimmte Aspekte des Lebens sind, dann geht es in diesem Zusammenhang um den letzten, das letzte Drittel des Lebens, bis hin zur Schwelle selber. So, und irgendwann ist man einfach den anderen beiden Phasen entwachsen. Das werdet ihr auch selber merken. Man ist nicht immer die junge Frau und man ist auch nicht irgendwann die erwachsene Frau, die im Leben steht. Ne? Wenn ihr männlichen Geschlecht seid, münzt das bitte auf euer Geschlecht um. Das trifft euch da genauso. Der Punkt ist, irgendwann erreicht ihr diesen Moment, wo ihr merkt, nee, es geht in den letzten Zyklus über. Und das ist okay. Und das ist etwas, was bei euch am Wirken ist. Und was auch gut ist. Weil das ist nämlich, das letzte Drittel ist das Drittel der Weisheit. Das ist das, wo
Die vorigen Generationen, beziehungsweise die jüngeren Generationen, die noch zum ersten und zum zweiten Drill gehören, lernen dürfen. Ne? Die Weisheit ist das, was die jüngeren Generationen stark macht. Und das ist auch die Aufgabe der Weisen. Die Aufgabe ist nicht, wie soll ich sagen, um die Welt zu reisen nur. Das könnt ihr gerne auch machen. Aber da geht es vor allem darum, die Erfahrung weiterzugeben und sich das auch selber zu gestatten. So. Du hast den Geistfuchs hier noch. Und das ist auch nochmal ein ganz klarer Aufruf. Fuchs ist listig. Fuchs ist sehr schlau. Fuchs ist aber auch absolut loyal. Und zwar seiner Familie gegenüber. Der Fuchs ist sehr, sehr, sehr talentiert. Und gerade wenn du in einer Umbruchsphase bist und gerade die Schlange spricht dafür, dass du in einer Wechselphase dich befindest. Wie gesagt, das hier sieht danach aus, als würdest du vom zweiten Drittel ins letzte Drittel übergehen. Da geht es für dich darum, das Zutrauen auch in deine Talente zu haben, in die Kraft zu haben. So. Natürlich kann es auch sein, dass ihr schon jünger seid, aber bereits mit der Energie aus diesem letzten Drittel arbeitet. Das kann auch auftreten. Das kommt immer so ein bisschen auf eure Lebenslage drauf an. Aber auch dann gilt für euch ganz klar, mit dem Konzept der Weisheit zu arbeiten und mit euren Talenten zu arbeiten und das bewusst einzusetzen. So. Hier haben wir noch den Aufruf des Häutens. Das heißt, streift tatsächlich das Alte ab. Und der ideale Zeitraum ist tatsächlich ja jetzt in dieser Jahreszeit, wo das Alte wirklich komplett nochmal für passé erklärt wird, damit das Neue wirklich kommen kann, weil nur dann ist Wachstum wieder möglich. So. Wow, ihr habt das Glühwürmchen dazu. Das heißt, das ist eine ganz außergewöhnliche Idee, die ihr da habt. Die Seeschlange. Die Seeschlange ist hier auch noch ein Aufruf zur Reinigung. Und ihr habt das Einhorn. Wahnsinn. Das ist ja cool als Kombi. Lass uns noch mal das Tarot zusätzlich nehmen, um hier ganz Klarheit reinzukriegen. Spirits von Deck Nummer 2. Zeigt uns bitte exakte Ergänzungen zu dem ausliegenden Orakelbild. Du hast die 6 der Stäbe, den König der Schwerter, der Page der Kelche, die Gerechtigkeit, die 4 der Schwerter und zum Schluss der Turm. Du bist tatsächlich in einer Umbruchssituation gerade. Und der Schlüssel zum Bewältigen, das ist tatsächlich deine eigene Einstellung, dein Standing dazu, wie du das beurteilst. Was wir hier auch sehen mit den 4 der Schwerter, da geht es um Ruhe, sich diese Ruhe auch gönnen, die dir theoretisch dieser Umbruch auch gewähren könnte. Das Interessante hier ist wirklich, du hast diesen Turm und die Mistel. Wie ich schon sagte, die Mistel, da wollte ich ja erstmal hier gucken, was das Rest des Blattes sagt. Die Mistel deutet nämlich tatsächlich eine Situation auf der kommunikativen Ebene an. So, und in dieser Situation ist es so, dass du tatsächlich in einen Umbruch geworfen wirst, ne? Das wird kommen. Und zum einen liegt es an dir, wie du dazu stehst. Ne? Also du kriegst hier ja schon Hinweise, guck das dir aus der höheren Perspektive an, lass dich nicht da so emotional von fangen. Ne? Du hast hier auch den König der Schwerter, der guckt sich wirklich genau an, was sind denn die Fakten, was sind die Tatsachen zu diesem Umbruch und guck dann, was ist hier die logisch beste Form. Ne? Und du hast ja auch wieder das Element Luft, sprich, guck dir das aus einer höheren Perspektive an drin. Ganz, ganz stark. Und folge dennoch dem, was du als
Impuls aus dem Herzen her bekommst. Ne? Also das ist hier sozusagen deine Fähigkeiten, die dir hier einen Handlungsspielraum geben. So, und der Erfolg ist davon abhängig, wie du mit diesen Fähigkeiten umgehst. Ein Hinweis haben wir ja schon mal hier mit dem, das ist deine persönliche Einstellung. Setz Pro und Contra mal auf zu dieser Situation. Was könnte es als positiven Effekt für dich hervorrufen und was könnte der negative Effekt sein? Na, also einmal schriftlich ausarbeiten. Das andere ist hier, hier ist der Aufruf zu, im Laufe deines Lebens wirst du Menschen gefunden haben, die dich unterstützen oder die du unterstützt hast. Und es gilt jetzt in dieser Situation zu gucken, welche dieser Menschen ist geeignet, um dich jetzt zu unterstützen. So. Sei es zum Beispiel, um zu gucken, was wäre hier die Faktenlage zu, oder eben halt auch, sozusagen mit positiver Energie sich zu umgeben. Ne? Also der Page der Kelche, das ist dieses Element von Verspieltheit, Verträumtheit. Sondern wenn wir das jetzt konstruktiv nutzen und sagen, was siehst du auf deiner Reise nicht, dann ist das sozusagen ein Potenzial, das eventuell der eine oder andere von denen hat, die du hier mit einbinden könntest, um zu delegieren, um die Unterstützung zu holen. Ne? Das ist hier ein Aufruf und Hinweis zu, das darfst du ruhig machen, tu es bitte dann auch. Das hier in der Mitte, gerade dieser Block, das ist nochmal eine Form von reinige dich. Die Seeschlange, das ist im Grunde genommen ein Schutzsymbol für etwas, eine Verletzung, die wirklich weit zurückliegt. Ne? Und aufgrund unseres Lebens hat der eine oder andere früher oder später das ein oder andere Päckchen zu tragen. Das Ding ist, dass das ein Stück weit dein kreatives Potenzial weiterzugehen beeinflusst. Und das hier ist im Grunde genommen die Aufforderung, gerade weil du hier zweimal eine Schlange hast, halte dich, lass das los. Du brauchst hier diesen Schutz jetzt nicht mehr aufbauen. Jetzt geht es darum, reinige das mal aus. So, und nimm dir die Zeit auch dafür, die es dafür braucht. So, weil dieses Ausreinigen, sich häuten, das Alte hinter sich lassen, ausspülen, ne? Und sich die Zeit auch nehmen, die es dafür benötigt, das gibt dir erst wirklich das Potenzial, in Kombination mit all deinen anderen Fähigkeiten, deinen Impuls zu folgen. Ne? Hier mit dem Glühwürmchen ist eine einzigartige, wirklich geniale Idee gezeigt, die in Verbindung mit deiner eigenen spirituellen Verbindung an das Höchste selbst einhergeht. Das Einhorn hat für mich nochmal eine etwas andere Bedeutung, aber für euch ist es hier als Vertretung für das höchste Göttliche. Und das ist ganz individuell eingefärbt. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtiger mit der Bezeichnung. Ich würde das wirklich eher weiblich kanonieren, aber ich weiß halt auch, dadurch, dass wir im Kollektiv unterwegs sind, da haben alle ganz andere Bezeichnungen zu. Und eigentlich meinen wir alle diese eine höchste göttliche, alles währende, ewig existierende Kraft. So. Und das ist miteinander verbunden. Das ist eine Idee, die genau aus diesem Bereich stammt. Und die kannst du empfangen, weil du diesen Weg schon gegangen bist. Ne? Weil du diese Weisheit und diese Talente hast. Und wenn du jetzt nochmal hier ausreinigst, gerade wenn diese Situation eintritt, das ist ein Anlass auszureinigen, das loszulassen, was du nicht benötigst. Und sich auch darauf einzulassen. Ne? Wir wehren uns ja manchmal gegen solche Situationen, weil wir denken, oh Gott, das wollen wir auf gar keinen Fall. Aber in Wirklichkeit ist das tatsächlich notwendig, weil wir uns sonst an Punkten festhalten und spirituell uns auf unserer Reise gar nicht weiterentwickeln können. So. Und in der Regel ist das auch so, gerade weil das ja auch bei dir hier mit den sechser Stäben schon bestätigt wird. Ne? Hier geht es auch darum, dass du erfolgreich bist in deinem Lebensvollzug. Es geht um deinen persönlichen Erfolg, der weiterhin da ist, weil du diese Talente hast hier, ne? Und diese Weisheit. Das ist nicht weg.
Es ist nur anders. So, und das ist etwas, womit wir uns Menschen oftmals schwer tun, wenn wir versuchen, die Augen vor dem zuzumachen, was hier kommt mit dem Turm. Ne? Turm ist immer ein starker Umbruch. So, und wir können entweder die Zeichen sehen und sagen, okay, ich weiß, dass da was kommt. Ich gucke jetzt, wo mein besseres Wirken gefragt ist. Das ist ein Aufruf, die Segel zu setzen, zu gucken, wo geht's jetzt hin. Oder ich versuche es mit Ach und Krach zu verhindern. Du wirst wahrscheinlich sogar die Kraft dazu haben, aber deine Entwicklung geht dann nicht weiter. Dann wird das Ganze sehr zäh, sehr träge, bis zu dem Zeitpunkt, wo du merkst, okay, der Bruch muss da kommen. So. Das ist es im Grunde genommen. Wir gucken nochmal ergänzend rein, ob da nochmal was im Nachgang dazukommt von den Spirits. Spirits zeigt uns, guck mal, da kommt es schon. Dankeschön. Du hast den Eremiten und du hast den König der Schwerter nochmal als Betonung. Also hier ist es halt wirklich, zieh dich zurück und guck dir das Ganze auf einer sehr, sehr sachlichen Ebene an. Und ich muss, gerade weil du hier das Thema Gerechtigkeit hast und da das Wort Recht drin steckt und der König der Schwerter auch Rechtsangelegenheiten vertreten kann, beziehungsweise die sachliche Faktenlage betreffend einer Situation, und da können auch Gesetze und Ordnung und Regularien mit gemeint sein. Das ist ein Aufruf, sich das nochmal anzusehen. Das kann sein, dass dieser Umbruch in irgendeiner Form andere Regularien hervorruft oder dir andere Wege eröffnet. So, und das ist, denke ich, individuell geprägt. Ja, 6 der Stäbe hast du da im Anschluss mit den 6 der Münzen. Und den 5 der Münzen. Also auch hier. Ja, aber die habt ihr da drauf. Okay, das ist wirklich ausgeglichen. Auch hier geht es wieder mit der Bestätigung einher, mit den 6 der Stäben. Egal, wie du dich letzten Endes hier entscheidest, ne? So. Auch wenn das ein starker Umbruch sein sollte, dieser Umbruch ist von Erfolg geprägt. So, und du hast hier die 6 der Münzen, was so ein bisschen mit dem Charakterzug von Geben und Nehmen einhersteht oder mit Großzügigkeit. Das kann auch sein, dass man selber Hilfe annimmt, eventuell sogar finanzielle Hilfe eine Zeit lang. So, ne? Gerade weil du hier die 5 der Münzen hier liegen hast, kann das sein, dass das eine kurze Weile sich mit diesem Thema berührt. Aber du hast hier oben drüber sogar noch die Mäßigkeit liegen. Also das ist alles etwas, wo das nicht in einem Exzess endet. Ne? Also es ist jetzt nicht großer finanzieller Verlust. Es ist schon ein Geben und Nehmen. Es muss in Balance gehalten werden. Das ist jetzt hier eher der Charakter. Und wenn es nicht in Balance ist, kann es mehr in diese Richtung gehen. So, aber auch die 5 der Münzen ist immer ein Aufruf zu, geh durch die Tür, du hast den Schlüssel in der Hand. Schließ dich doch bitte nicht selber aus von deinen Möglichkeiten, ne? So, das ist hier das Mädchen mit den Streichhölzern. So, und man muss halt einfach bei Kirchen sagen, Kirchen waren Zufluchtsorte. So, und die waren in der Regel, war dort jemand und konnte man auch reingehen. So, wenn man sich selber ausgeschlossen hat, hat das mit verschiedenen Dingen zu tun, die in einem selber liegen. Nicht so sehr in dem, was bei den anderen los ist, immer. Und das ist halt auch mehr mit diesem Fokus zu verstehen, diese Karte. Also das ist halt wirklich das grundsätzlich ist hier trotzdem Erfolg da. So. Ne? Und das hängt wirklich davon ab, ob du die Hilfe auch von anderen auch mit annehmen kannst. So wie du auch immer Hilfe gegeben hast. Ne? Also das ist halt dieses, wie gesagt, Großzügigkeit im Sinne von, es ist im Gleichgewicht. So. Und das ist sehr, sehr, sehr stark davon geprägt, dass auf dieses Gleichgewicht geachtet wird. So, und das kann für dich eine ganz gute Richtschnur sein.
Okay, das ist durch. Ist abgeschlossen. Meine Lieben, das war meine Lesung für euch. Wenn euch das gefallen hat, gerne mit einem Daumen hoch antworten. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen? Wie immer unten in die Box rein. Abonniert die Glocke, dass ihr uns wiedersehen könnt. Und dann sage ich euch an dieser Stelle Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hallo Deck Nummer 3. Du hast dich für diesen Mokait entschieden. Erinnert so ein bisschen an den Ozeanias Piece, ne? Und Mokaite, die nutzt man in der Arbeit mit Heilstein, um sowohl Tatendrang als auch Ruhe und Gelassenheit miteinander zu vereinen. Ne? Also das ist einerseits Abenteuerlust, aber auch Ereignisse und Erkenntnisse mit Spaß zu kombinieren. So. So, das ist so ein bisschen dieses freudvolle Aktivsein, aber gleichzeitig innerlich ruhen in sich selber. So. Du hast den Himmelsvater, Vater Himmel. Das ist im Prinzip eine stellvertretende männliche Energie. Da geht es, müssen wir so ein bisschen gucken, wie es dann sich im Deck zeigt, aber hier geht es grundsätzlich um universelle männliche Kräfte. Und auch nicht mit der patriarchalen Kontonierung, sondern tatsächlich mit der Form, die man auch manchmal als Erlös bezeichnen würde. Ich bin nicht so sehr der Freund zu sagen, das ist Jesus-Energie, weil der doch ein bisschen anders ist. Aber man könnte sagen, das ist sozusagen echte Männlichkeit und nicht so das, was unsere Gesellschaft aus Männern gemacht hat. So, und nein, Jungs, das ist kein Angriff auf euch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine, wenn ich sage, so was man an den Männern angedichtet hat, an eurer sehr, sehr tollen männlichen Kraft, ist nicht das, was ihr eigentlich seid. So, und das muss man hierzu halt auch ganz klar sagen. Hier geht es wirklich um unverfälschte männliche Urkräfte und die sind weder negativ besetzt noch triebgesteuert. Nur um das einmal ganz klar zu sagen, meine Lieben. Ihr habt die Motte. Ihr habt den Weißdorn. Fingerhut, genau. Und Pimpernel. Das kann sein, dass sich das hier um etwas handelt, was in deiner Familie schon mal aufgetreten ist, unter Verwandten, männlichen Verwandten in dem Fall. Weil das hier ist eine männliche Universalenergie, aber in dieser Kombination mit dem Weißdorn, ne, der Weißdorn ist so ein Hinweis auf deine Ahnenlinie. Und da geht es um beispielhafte Situationen, die mehr Aufmerksamkeit brauchen. So, wo du Hinweise über die Herkunft deiner Situation aus dieser Ahnenlinie bekommst. So, und gerade weiß ich, dass hier um diese männliche Energie dreht. Das kann sein, dass es sich hier um Vater, Onkel, männliche Vorbilder, Großväter, dass das eine Rolle spielt. Was wir hier sehen mit der Motte und dieser Energie hier, das ist so ein bisschen dieses, da gibt es etwas, wo du nicht so genau weißt, wo du anfangen sollst, wo. Ne, die Motte ist so ein bisschen beliebig, die probiert verschiedene Dinge aus, aber macht nichts so wirklich zu Ende, weil sie noch nicht so richtig für sich raus hat, wo sie anfangen soll. Zumindest in diesem einen Punkt. Wir werden gleich uns mal genauer angucken, was da genauer hinter steckt. Aber was wir auf jeden Fall hier schon sehen, ist der Hinweis, dass du erstens das nach deinem Rhythmus machen sollst. Du sollst dich nicht von dem beeinflussen, was andere tun würden an deiner Stadt. Es geht ja nicht um den Lebensvollzug von anderen, es geht um deinen Lebensvollzug. So, und das, was du aus deinem Leben machst, nicht, was du stellvertretend für andere machst. Das ist hier so ein Hinweis. Und deswegen ist gerade das hier auch so eine Kombo, wo das diesen Beigeschmack hat, das ist ein Familienthema.
das da versteckt hintersteckt. Und zwar auf der männlichen Seite. So. Und auf der anderen Seite hast du tatsächlich auch ein bisschen mehr Rückenwind von einer universalen männlichen Kraft, an dieses Thema ranzukommen. Das ist es mehr. Das ist wie, als wäre da ein Thema im männlichen Feld zu bereinigen, was sozusagen sich in deinem Leben gerade etabliert. Und gerade deswegen solltest du dich davon trennen, was gerade aus der männlichen Seite geprägt an Botschaften zu dir kommt, wie du dein Leben leben solltest, weil du ganz klar hier die Information gerade bekommst, mach die Dinge nach deinem Rhythmus, in der Art und Weise, wie du es für richtig hältst und vertraue, das ist nämlich das Spannende mit der Pimpernel, vertraue auf deine Impulse und auf deine Fähigkeiten. Die Pimpernelle ist aufgrund der Tatsache, dass die sich ihre Blüten nur öffnet, wenn wirklich Sonnenschein kommt und Mittagszeit ist. Das ist einerseits ein Uhrzeitzeiger dadurch und andererseits ein Wetteranzeiger auch. Also das ist etwas, wo auf einer sehr subtilen, unbewussten Ebene Kompetenzen vorliegen, die dir in dieser Situation eigentlich helfen würden, wenn du darauf Vertrauen tätest. So, das ist der Hinweis. Lass uns mal direkt mit dem Tarot weitermachen, welche Ausfärbung das hier detailliert ist. Spirits von Deck Nummer 3, zeigt uns bitte exakte Ergänzungen zu dem ausliegenden Orakelbild, um eure Botschaft genau weitergeben zu können. Die 5 der Stäbe, die 9 der Stäbe, das Ass der Münzen, die 10 der Kelche, der König der Schwerter, die 8 der Schwerter, der Tod und die Wiedergeburt, der Stern, die Königin der Kelche, der König der Kelche, sogar als Paar hier liegend, die Welt, letzte Karte, wo bist du? Da. Und der Eremit. Also ganz grundsätzlich geht es für dich explizit darum, jetzt gerade eine Lebenslektion abzuschließen. Und das ist auch sehr, sehr interessant, weil Saturn gerade sozusagen in den letzten Wochen seine Reise abgeschlossen hat. Ne? Der hat seinen Zyklus abgeschlossen. Das ist so ein karmischer Zyklus sozusagen. Der dauert 30 Jahre. Und das ist auch das, wovor ich schon im vorigen Video gesprochen habe, wo ein Zeitraum gerade im letzten Jahr eröffnet worden ist, bis jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo sich Lebens- und Lernthemen abschließen. Und zwar wirklich erfolgreich und endgültig. So, und interessant ist, dass du den Einsiedler hier hast, weil der Einsiedler, das ist der Gedanke des Eremiten, dieses zieh dich zurück, um intensive Innenschau zu betreiben oder deine persönliche Innenschau zu betreiben, um dieses Thema abzuschließen. So. Was wir hier sehen, ne? Du hast das Ass der Münzen hier in der Mitte liegen, du hast die 5 der Stäbe liegen, du hast die 9 der Stäbe und die 10 der Kelche. Da geht es wirklich um berufliche Entscheidungen, die dich einerseits herausfordern, ne? Das ist eine Herausforderung, die wir hier sehen. Auf der anderen Seite aber auch ganz viel Potenzial für dich haben. Ne? Auch wirklich Glück, ne? Lebensglück, Familienglück hast du, die 10 der Kelche hier liegen. Das ist das Maximum an Glück, was es bei diesem Hofkarten gibt.
So, das ist richtig Familienglück in jeder Hinsicht. Und das ist wie so, dass das mit dieser potenziellen Idee, ne, gleichzeitig auch dann familiärer Erfolg gekoppelt ist. Das ist aneinander gebunden für dich. Und das, was du noch nicht siehst, ist, dass je mehr du dich abgrenzt, jetzt wird es nämlich spannend, das ist tatsächlich etwas, da ist aus diesem väterlichen Bereich, ne, also einerseits hast du wirklich Zugang tatsächlich zu dieser universalen Energie, auf der anderen Seite ist das auch wirklich so eine männliche Familienmitglieder-Energie hier, die hier gezeigt wird. Ne? Es ist beides. So. Und das beeinflusst ganz massiv oder versucht zu beeinflussen, wie das hier zu laufen hat. Ne? Aber du kriegst hier ganz eindeutig den Hinweis, und das ist etwas, was du noch nicht siehst, dass du Grenzen setzen solltest in puncto, wie du das machst, weil nur du kannst bestimmen, was du als Fähigkeiten mit einbeziehen möchtest hierin. Ne? Das ist dein Ding und du solltest das auch zu deinem machen, ne? Und nicht stellvertretend für andere irgendetwas erfüllen. Sondern das deutet sich hier so in dieser Konstellation eigentlich an, dass eine ganz starke männliche Seite ist, die da sehr fordernd ist und die eigentlich die Ursache für dieses Verhalten ist, nämlich dieses, dass du Sachen ausprobierst, aber nicht so wirklich bleibst, weil eigentlich indirekt du das erfüllst, was da als Familie historisch ein Stück weit geprägt wurde. So, das ist das eine. So, und deswegen hast du ja so stark nochmal diese Aufforderung, mach das in deinem eigenen Rhythmus. Und vertrau auf deine Fähigkeiten. So, nimm diese Fähigkeiten mit und setze Grenzen. Setze ganz klare Grenzen. Dann kommst du aus dieser Mottenenergie, wo du immer Sachen anfängst und nicht weitermachst. Deswegen hast du nämlich auch diese Achterschwerter hier, dieses Gefühl festzustecken. Und das liegt daran, dass du Sachen neu ausprobierst, aber nicht beendest. So, und das ist eine sehr herausfordernde Situation für dich. So, und das wird sich erst ändern, wenn du wirklich in diesem Sinne hier als Leitfaden geprägt da Grenzen setzt. Ganz, ganz klar Grenzen setzen. Gerade zu den Mentalitäten von wegen, wir haben das immer schon gemacht oder Mann macht das. Das sind so Satzanfänge, wo du bei dir schon die Alarmglocken losgehen sollten. Weil das hat nichts damit zu tun, was du kannst und was du machen willst vor allem. Und das ist die Fragestellung, das ist die Kernfrage. Nicht Mann macht, sondern was machst du und was willst du überhaupt? So. Und hier muss eine klare Grenze hin. Immer wieder. Weil je stärker du dich abgrenzt, desto mehr kannst du dich ja auch genau auf diese beiden Fähigkeiten, Ressourcen, genau, Ressourcen verlassen. So, und da tatsächlich auch dann gelassen im familiären Kontext umgehen, ne? Und dieses Familienglück auch genießen. So, das perlt dann so ein bisschen ab. Du hast ja noch den König der Schwerter mit drin liegen. Und das ist auch wiederum sehr interessant. Das ist auch wieder hier natürlich eine männliche geprägte Kraft, aber dadurch, dass hier wieder das Element Luft vorhanden ist und viele Vögel vorhanden sind, ne, doppelt sich nochmal dieses universelle männliche Energie. Und die kann man sich auch zu Nutzen machen, gerade wenn es darum geht, dieses Potenzial, was sich hinter dieser Möglichkeit verkörpert, das zu nutzen im positiven Sinne. Ne? Männliche Kraft zu nutzen heißt nicht, dass man, wie soll ich sagen, über den Willen anderer hinweggeht. Das ist das gar nicht. So. Die hat nur einfach eine andere Schwingung. Ich kann das jetzt leider gerade gar nicht so gut erklären. Das tut mir leid. Merke ich gerade. Aber da bietet sich nochmal Hilfe an.
Das ist das, was hier gemeint ist. Gerade wenn es darum geht, die Dinge auf einer sehr verstandesgemäßen Ebene bezüglich hier sachlich durchzugehen. Das ist nochmal dieser Hinweis. Und das ist auch das, was gekoppelt mit lass dich in das Familienglück, das du da hast. Na, und wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt gar nicht richtig in einem Familienverbund, dann guck, was alternativ als Familienverbund zählt. Denn Familie ist aus der spirituellen Betrachtungsweise heraus nicht unsere Blutverwandtschaft. Das sind die Menschen, die uns gut tun. Das ist Familie. Das ist Verbundenheit. Das ist das Band. So, wenn das bei den Menschen vorhanden ist, mit denen du blutsverwandt bist, ist das ganz toll. Das ist natürlich richtig, richtig, richtig ein Volltreffer. Und spricht auch viel, dass es bei Spiel mit den Zehnerkirchen spricht auch viel dafür, dass der Großteil von euch das auch tatsächlich so hat. Aber für diejenigen, die das nicht haben, haltet euch dann an den Kreis der Menschen, wo ihr sagen würde, das ist meine alternative Familie. So. An die beiden stützen. So, und dadurch und durch diese Kombination kommst du aus dieser Blockadenenergie raus. Gerade wenn es darum geht, dieses Glück genießen. Auch wenn zum Beispiel die Situation eine Herausforderung ist. Nicht mit den Gedanken hier bei dieser Herausforderung bleiben und bei diesem Abgrenzen bleiben, sondern dann bewusst Zeit auch als Glück empfinden, sich darauf einlassen. Das muss man ein bisschen trainieren. So. Gerade wenn du hier oben den König der Schwerter hast, der kann so ein bisschen auch sehr weit von seinen eigenen Emotionen weg sein. Das muss man dann so ein bisschen üben, sich so ein bisschen darauf konzentrieren. Aber das ist ein guter Schlüssel, um hier aus dieser Blockadenenergie rauszukommen. Weil diese Blockadenenergie, die existiert vor allem in deinem eigenen Kopf. Das sehen wir auch hier so schön in dieser Karte dargestellt. Das ist, sie ist gar nicht gefesselt, aber sie empfindet sich als gefesselt, als blockiert. Und das hängt ganz deutlich mit deiner Bewusstsein und deinem Wahrnehmen der Situation zusammen. So, und in dem Moment, wo du es schaffst, dich darauf wirklich zu stützen, auf diese Kombo in Bezug auf Grenzen setzen und das hier wirklich umsetzen, ne? Wird sich das hier auflösen. Du hast nämlich den Tod hier oben liegen mit der Wiedergeburt. Was bedeutet, dass diese Energie sich komplett auflöst? So, das ist ein Verwandlungszyklus sozusagen. Und das passt auch sehr gut, weil du hast die Welt ja auch liegen, die ganz klar sagt, du schließt deine Lebenslektion jetzt ab. Oder eine der Hauptlektionen der letzten Jahrzehnte werden jetzt abgeschlossen. So. Schön, total schön ist, dass du hier hinten den Stern liegen hast, die Königin der Kelche und den König der Kelche. Also das hat nochmal was auf einer Paarebene, auch so einen leichten Touch. Ne? Einerseits, ne, die Königin der Kelche, das ist eine sehr empathische Person. Das ist eine Person, die ganz stark ihrer eigenen Intuition folgen kann. Und eine hohe Medialität hat und eine sehr stark spirituelle Lebensform. So. Die ist aber auch gleichzeitig eine Person, die ihre Emotionen nicht an Dinge verschwendet, die es nicht wert sind. So, also die hat auch die Fähigkeit, bei sich sozusagen zu bleiben und ihre Energie nicht an Dinge zu verschwenden, die vergebene Liebesmühe wären. So, die lässt dann die Sachen sein, wie sie sind und kann sie gehen lassen. So. Der Stern wiederum, das ist wirklich auch dieses sich ausrichten auf oder selber Lichtpunkt für andere zu sein. Ne? Das ist das Thema Hoffnung hinter oder herausragen. So, hier unten hast du den König liegen. Das ist nochmal dieses diplomatische Element, das zu dem König dazukommt. So, und wenn wir jetzt gucken, das sind eigentlich das Königspaar. Das hat noch so eine leichte Komponente von, das bezieht sich positiv auf das Liebesglück und das Lebensglück in der Familienkonstellation. Weil das nämlich Basis auch ist für eine gute Partnerschaft. Die sind eigentlich das perfekte Paar, weil beide hochemotional intelligent sind. Beide den anderen jeweils achten. Zum Beispiel auch aussprechen lassen und beide bei sich bleiben können. Das heißt, diese Trennung von Person und Sache und zum Beispiel, um Dinge, Konflikte aufzulösen, die können beide. So, und das ist so gerade, wenn die zusammen auftauchen, dann ist das eigentlich nochmal so die Kombination von
Damit erschafft man sich eine wunderschöne Partnerschaft. So. Ganz unerheblich, ob du jetzt in einer Partnerschaft bist oder nicht. Das prägt die Partnerschaften, die sind oder kommen. Und zwar positiv. Wir gucken noch mal rein, ob es hier noch mal mit dem letzten Sektor noch mal eine Ergänzung zukommt. Aber hier vorne ist das sehr, sehr dicht schon. Spirits von Deck Nummer 3. Hui, da kam tatsächlich direkt was. Der Teufel, die 10 der Kelche, die 3 der Stäbe und die Welt. Das ist wieder der Abschluss. Das ist die Stärke, den Tod und die Herrscher. Annehmen von Situationen auch. Dinge sein lassen können, wie sie sind. Du hast den Teufel hier liegen. Ne? Und der ist hier auch in diesen Sektor reingefallen. Das verstärkt nochmal so ein bisschen dieses Element von dass da indirekt eine Art von Beeinflussung stattfindet. Das heißt, es sind keine direkten Aufforderungen, in der einen oder anderen Weise zu handeln, in den meisten Fällen, sondern es sind indirekte Aufforderungen, die bereits so stark verinnerlicht sind, dass das bei dir in Form von Zweifel auftaucht. Aber der Ursprung ist eigentlich bei diesen männlich geprägten Personen. So, und da gilt es, achtsam hinzugucken, ganz genau hinzuschauen, woher kommt dieser Zweifel jetzt, woher kommt diese Angst? Es kann auch Ängste sein, irgendetwas nicht zu schaffen, ne? Zum Beispiel diese Herausforderung, die hier mit den 5 der Stäben gezeigt ist, das kann auch diese Form von Selbstzweifel sein oder eine Überkompensationsverhalten. Wann auch immer du da reintappst, guck mal genau hin, wo kommt der Ursprung her von diesen Gedanken. Und das wird wahrscheinlich tatsächlich mit deiner Familiengeschichte zusammenhängen und gerade mit den männlichen Lebensbeispielen in deiner Ahnenreihe. Das hängt zusammen. Dann haben wir wieder die 10 der Kelche mit der Welt und den 3 der Stäben. Das heißt, du hast eigentlich, was hier das Ass der Münzen angeht, ne? Du hast da auch schon Entscheidungen getroffen und schon Schritte eingeleitet. Und es geht jetzt eigentlich nur darum, diese positiven Ergebnisse auch abwarten zu können. Ne? Und das ist, du hast hier wieder dieses, das ist Lebensglück auch, was sich dadurch aufbaut. So. Und wo du quasi diese Lektionen, die hier beginnen, quasi in diese Ebene mit reinnimmst und dadurch quasi auch deine Lebenslektion abschließen kannst. Also das ist das eine bedingt das andere bei dir. Was wir hier noch haben mit der Stärke, dem Tod und der Herrscherin. Das ist nochmal eine genauere Aussage zu hier dem Tod eigentlich. Ne? Da geht es nochmal wirklich, ich muss hier nochmal zurück. Da kommt nochmal was. Okay, das hier, das ist speziell für diejenigen, die bereits in einer Bindung sind. Oder Bindung aufarbeiten. Da seid ihr auch schon auf einer Entwicklungsreise, ne? Das bleibt sich gleich, aber dieses männlichen Beispiele, die prägen eure Rolle, insbesondere eure Rolle beim Thema Lebensglück. Und lieb, also Familienglück, Lebensglück, ne? Die prägen eure Rolle auf eine indirekte Art und Weise. Und deswegen ist das miteinander verknüpft und auch gerade entscheidend für euch, da Grenzen zu ziehen, weil das nämlich eure Beziehungsebene beeinflusst.
So, und ihr könnt das nur positiv abschließen, wenn ihr hier bereits beginnt. Das ist miteinander verzahnt. Okay, jetzt haben wir es. So, und deswegen ist auch klar, weshalb hier die innere Stärke wächst, wenn das in einen Transformationszustand kommt. Und da tatsächlich etwas ganz Neues, Schönes entstehen kann. Ne? Du hast die Herrscherin hier. Das heißt, das ist die Geburt von etwas ganz Neuen, unglaublich Schönen, Positiven. So, und wir haben ja zum Schluss hier dieses Königspaar liegen. Das heißt, da geht es auch wieder um das Thema Familie indirekt. Ne? Emotionales Glück. So. Das geht hier nochmal um das Thema, wie du in Bindung dann bist mit deinem Partner oder deiner Partnerin. So, und das wird sich zum Positiven wandeln. Das ist das, was du noch nicht siehst auf deiner spirituellen Reise, was aber miteinander zusammenhängt insgesamt. Ja, okay. Meine Lieben, das war meine Lesung für euch. Wenn euch das gefallen hat, gerne mit einem Daumen hoch antworten. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen, wie immer unten in die Box. Abonniert die Glocke, dass wir uns wiedersehen können. Und dann sage ich euch an dieser Stelle tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hallo Deck Nummer 4. Du hast dich für diesen Achat entschieden. Und Achate helfen als Heilsteine dabei, im Herzchakra seelische Verletzungen, die verhindern, Liebe empfinden oder beziehungsweise wirklich spüren zu können in ihrer Ganzheit. Ne? Diese Verletzung hilft der Achat als Heilstein zu heilen. So, du hast, bin mal gespannt, wow, du hast den Magic-Hüter. Und ja, es geht hier ganz explizit um Magie. Machen wir mal ganz kurz umwunden. Es geht hier tatsächlich um die Manifestationskraft des Willens und das Zielrichten des Willens zum höchsten Wohle. Das ist sehr spannend. Ich hoffe, ihr könnt die Karte trotzdem gut sehen. Das ist ein bisschen wechselhaft gerade draußen. So. Ihr habt die Butterblume. Der Stechapfel. Ja, Stechapfel. Den Lavendel. Und die Rose. Ui. Das ist eine ganz starke Kombination. Das ist auch eine ganz, ganz starke Schutzkombination übrigens. Ne? Nur ganz kurz zur Erklärung, weil die Rose nämlich Dornen hat. Das hat diese Kombination von etwas ist wunderschön, aber es kann sich trotzdem wehren gegen Fraßfeinde. So, und das ist ein Gedanke, den man auch tatsächlich, gerade wenn es ja um Magie geht, ne? Und gehe ich jetzt einfach mal nur drauf ein, das könnte man genau so nutzen. Ne? Da geht es tatsächlich um das Verstärken von Liebe und Liebesgefühlen zum Wohle der betreffenden Person. Das ist dabei entscheidend. Es geht nicht darum, die Person zu binden, sondern zum Wohle. So, und die Rose ist hier nebenbei gemerkt auch etwas, was genutzt wird im Sinne von Reinheit. Etwas ist wahrhaftig, etwas ist echt und authentisch. Und die anwesenden Personen, die im Areal der Rose sind, haben, beziehungsweise die Rose hat die Wirkung auf diese Personen, dieser Reinheit Folge leisten zu müssen. Sprich, im Sinne davon, Wahrheit zu sprechen. Das ist jetzt die spezielle Bedeutung dieser Karte. Das ist nicht im eigentlichen Sinne die Bedeutung der Rose, auch wenn die Rose mit Reinheit und echter weiblicher Kraft auch verbunden wird. Aber da gibt es mehrere Anwendungen, aber der größte Teil dreht sich wirklich um den Bereich der Schönheit, der Reinheit von Liebe. Ne? Etwas ist liebevoll, es ist lieblich, es ist schön, es ist sinnlich. Und die Wahrhaftigkeit vor allem dahinter, das ist sehr, sehr wichtig. Gleichsam
kann das aber auch genutzt werden, um zum Beispiel zu sagen, ich habe eine bestehende Bindung, gerade weil wir hier den Lavendel mit dabei haben. Und dann gibt es so äußere Faktoren, die so ganz gerne an diesen Bindungsbändern nagen. Ne? Das macht so ganz gerne unsere Umwelt. So, weil positive Bindung, das ist ja auch etwas, was andere schön nährt. So, und dann gibt es da durchaus den einen oder anderen, der gerne genau explizit in diese Bindung einhakelt. Gehen wir jetzt auch nicht näher drauf ein, wer oder was das sein könnte. Das ist dann immer sehr individuell. Aber ein ganz fantastischer Schutz ist tatsächlich Rose und Lavendel. So, weil dann geht es darum, dass die Kraft der Rose und des Lavendels genutzt wird. Lavendel im Sinne von Bewusstwerdung von Dingen, die da nichts zu suchen haben. Und Rose im Sinne von, diese Bindung ist stabil und wehrhaft gegen Dinge, die da versuchen, drauf zuzugreifen. Unberechtigterweise. So, also das ist eine ganz, ganz tolle Kombi für ich schütze Bindung. So, ne? Also wie gesagt, immer ausgerichtet auf das höhere Wohl. Gucken wir jetzt nochmal so ein bisschen hier mit rein. Das ist nochmal der Hinweis auf Vertrauen auf die Symbole in deinem Leben. Ne? Da gibt es Synchronitäten, die meisten von euch überträume. Ne? Da werdet ihr Impulse bekommen, was Handlung angeht. Wir haben hier die Butterblume liegen. Wir müssen gleich mal gucken, wie die eigentliche Ausfärbung ist. Aber die Butterblume hat auch etwas mit dem Umwerben von Personen zu tun. Gucken wir mal ein bisschen genauer gleich rein. Du hast die Schlange, das kosmische Ei, der Stachelrochen und der Panther. Ja. Aber auch das bestätigt eigentlich das, was ich hier drin sehe. Und das geht in zwei Richtungen. Wir gucken gleich direkt mit dem Tarot weiter. Spirits von Deck Nummer 4. Zeig uns bitte exakte Ergänzung zu dem ausliegenden Orakelbild, um eine eindeutige Botschaft authentisch weitergeben zu können. Du hast den Turm hier. Du hast den Herrscher. Die 7 der Münzen. Den Ritter der Münzen. Die 6 der Kelche. Die 3 der Stäbe. Die 9 der Schwerter. Die Sonne, okay, jetzt wird es klarer, und der König der Stäbe. Also, was siehst du auf deiner spirituellen Reise noch nicht kommen? Grundsätzlich ist das Oberthema. Du hast die Sonne hier. Und die Sonne, das ist so eine Ja-Karte. Das ist so eine alles ist positiv, alles ist gut Karte, alles wird schön. Zusammen mit dem König der Stäbe. Das ist eigentlich, wenn man von männlichen Energien spricht, ist das sozusagen der perfekte Mann. So, der ist sehr charismatisch, der übernimmt die Verantwortung, der geht auch in Führung, der klärt die Dinge mit Sachverstand, mit Expertise, setzt sich durchaus auch mal durch. Lässt aber auch mal andere gewähren. Ne? Also der hat auch diese die personifizierten und positiven Eigenschaften des Löwen. Ne? Deswegen ist der Löwe hier mit drin. Das ist jemand, der mitten in seinem Leben steht. So, und der auch insofern ein Stück weit heraussticht aus einer Gruppierung von Personen, weil er wirklich, oder wenn es eine Frau ist, die kann ja auch diese männliche Energie in sich beherbergen, insofern heraussticht
weil er oder sie so gereift ist in ihrer Persönlichkeit. So. Und es geht um diesen Teil. So, und für einen großen Teil geht es wirklich, so, weil nämlich die 7 der Münzen ursprünglich umgedreht waren. Und eigentlich habe ich immer die Karten positiv. Und wenn die dann doch mal negativ rauskommen, deute ich sie in der Regel auch negativ. Das ist schon spannend. Da wird etwas behindert, sozusagen, in seinem Wachstum. So, du hast nämlich den Panther liegen und du hast den Turm auch hier liegen. So, also das ist schon auf Beziehung gemünzt. So, da geht es schon um die Beziehung. Das Interessante ist, du hast hier das kosmische Ei und die Schlange. Ja, beides sind hier als Schlangendarstellung. Das heißt, hier geht es auch um die weibliche Energie. Das Halten oder gehalten werden auch. Ne? Gehalten werden ist eher in dem Fall die männliche Komponente, die dann sozusagen als Schutz vorhanden ist. Die weibliche Energie, die hält und die lässt Dinge entstehen. So, und die männliche Energie, die versucht eher zu strukturieren, das, was entsteht. So. Du hast hier eine ganz starke Kombination aus Verbindung mit deinen höheren Aspekten. Und das passiert ganz automatisch auf deiner persönlichen Reise. Aber auch das Erwecken deiner eigenen Lebenskraft. Ne? Also hier ist die Schlange wirklich als Lebensenergie vorhanden, die aufsteigt, die sich weiterentwickelt. Das ist eine Anspielung auf die Kundalini in diesem Kartenbild. Und gerade weil du den Stachelrochen daneben hast, wo wir hier schon, ich weiß gar nicht, ob ihr das so genau sehen könnt, ich hebe sie euch mal hoch. Wir sehen hier nämlich schön den Regenbogen. Und das ist eine Anspielung auch auf die Chakrenebenen. Ne? Also das ist schon so. Wenn diese Kundalini aufsteigt, dann reinigt die natürlich auch die Chakren. So, und dann wird der Mensch zwangsläufig immer stabiler. Also das ist etwas, wo wir hier Rückgrat und Stabilität durch das Entwickeln und fließen lassen, dieser eher weiblichen Kraft, würde ich sagen. So, mit Anbindung zu diesen Höchsten. Das ist aber auch gerade in dieser Kombination ein Hinweis auf, gut hinzuhören, was ausgesprochen werden muss. Du hast den Panther hier und du hast den Turm. Ich habe ja eben schon gesagt, das ist eine Kombination, da kommt etwas und stört. Und ich würde auch sagen, das ist eine Bindung, die ihr habt. Und es geht um das Einsetzen von Schutz in dieser Bindung, um das jetzt zum Beispiel umzukehren. Wenn wir die 7er Münzen umdrehen, dann bedeutet es, dass etwas in seinem Wachstum gestört wird, dass etwas nicht richtig aufgebaut wurde oder wird, in seiner Entwicklung behindert wird. So, und wir haben hier die 6 der Kelche hinten, das ist kann zwar die Darstellung des inneren Kindes sein, aber hier ist das eher als Repräsentant für, das ist eine Beziehung von jemandem, den du bereits kennst. So. Und ich würde halt auch wirklich sagen, weil der Herrscher hier unten liegt, das ist dein Partner, dein Gegenpart. So. Es ist etwas, was schon lange andauert, was eine lange Bindung ist, die gewachsen ist und die sich auch stetig weiterentwickelt. So, aber wodurch diese Situation Kummer ist, Sorge. So. Na, und nichtsdestotrotz wird daran festgehalten und daran gearbeitet. So, und das sehen wir hier auch mit den 3 der Stäben. Da kommen auch positive Ergebnisse. Aber das, was hier jetzt, was du nicht siehst,
Das ist eigentlich die Aufforderung, ganz klar Dingen, weil die Butterblume, das ist auch durchaus jemand, der aufdringlich von außen rankommt, entweder an dich oder an deinen Partner, und da gerne einwirken möchte. Aus welchen Gründen auch immer, ist jetzt nicht wichtig, aber dass er das tut, sorgt dafür, dass es hier diese Situation kommt. Und es geht darum, das auszureinigen. Dem ganz klar den Riegel vorzuschieben, im Grunde genommen. Weil der Panther ist dazu da, Dinge wieder in den Ausgleich zu bringen. Der Panther ist ein Begleiter, ein Tiergeist, wenn der im schamanischen Kontext zu dir kommt, Jaguar und Panther, dann geht es darum, Dinge, die nicht im Gleichgewicht sind und die zwar in dir wirken können, aber nicht von dir hauptsächlich verursacht wurden. Ne? Also das sind Sachen, die können sich in dir sozusagen verankern. Das ist ein bisschen hat mit dem schamanischen Weltbild zu tun. Will ich jetzt auch nicht zu viel drauf eingehen, weil für zu weit weg. Aber der entscheidende Punkt ist, beide Tiergeister lösen dunkle Energie auf. Und das ist wie nochmal die Verstärkung. Hier geht es darum, dass etwas an dieser Bindung nagt. Ne? Was daran eigentlich, was eigentlich positiv im Aufbau ist, dran nagt und immer wieder für richtig Sorgen sorgt. So. Und das, wie gesagt, du hast hier den König der Stäbe, du hast den Herrscher hier. Ich würde sagen, es geht hier um deinen männlichen Partner. So, oder jemand, der den männlichen Part verkörpert. Das würde ich eher sagen. So, und das hier, die Butterblume, das ist jemand, der von außen reinkommt. So, und du siehst, dass immer wieder auch über Träume, über Ungereimtheit, Kleinigkeiten, die dir auffallen. Das ist im Grunde genommen, könnte man auch sagen, so ein bisschen der Hinweis von den positiven Kräften, mit denen du zusammenarbeitest. Ne? Das wird auf deinem spirituellen Reise, das wird nichts Neues für dich sein, das wirst du kennen. So, die melden sich im Grunde genommen darüber, so ein bisschen. Und da ist echt nochmal der Hinweis, setz dem Ganzen Riegel vor. Schütze diese Bindung. So. Ne? Weil manchmal muss man das gerade gegen sehr aufdringliche Lebewesen tun. So, ohne das irgendwie zu werten. Die haben alle ihr eigenes Thema. Du musst da auch gar nicht in Abwertung oder sowas reingehen. Du brauchst gar nicht mit dieser Energie arbeiten. Dazu will ich dich auch gar nicht auffordern. Aber Lavendel und Rose in dieser Kombination ist ganz eindeutig Schutz von eigentlich intakten Bindungen, die von außen gestört werden. Und das darfst du auch ganz ruhig benennen. Und dann kann man auch tatsächlich die Kompetenz, die du hiermit für dich ganz persönlich verknüpfst, nutzen. So, ich formuliere es so ein bisschen weiter für diejenigen, die sich wirklich mit Witchcraft auseinandersetzen. Nutzt eure Kraft zum höheren Wohl eurer Bindung. Das ist eigentlich der Aufruf, der hier gerade kommt, weil da sind immer Störungen. So, und das empfindest du auch als wirklich belassen. Ne? Du hast den Turm hier, das ist wirklich sehr viel Stress. So, also binde dir da die Kräfte entsprechend ein, sonst nutzt da dir diese Pflanzenkräfte hier. Wie gesagt, Lavendel und Rose sind prädestiniert dafür. Kannst auch gucken, ob, wenn ihr mit dem schamanischen Kontext mehr arbeitet, ob ihr da wirklich den Panther mitholen möchtet. Aber das ist etwas, wo jetzt gezeigt wird, schütz, was du hast. Da Anbindung. Ne? Das muss hier mehr auf der anderen Ebene Schutz haben, weil da sind mehr, wie soll ich sagen, Übergriffe trifft es nicht richtig, aber da wird mir versucht anzudocken. So, es geht auch manchmal nicht darum, eine Beziehung von ganz offensichtlich von außen kommenden Reizen oder Faktoren zu schützen. Manchmal geht es auch einfach darum zu gucken, was auf der energetischen Ebene eigentlich los ist. Und das ist etwas, was hier so bei deiner spirituellen Reise, was du noch nicht siehst, so, und was aber sehr wohl eine Bedeutung für euch hat. Ich gucke mal rein, was hier zusätzlich noch als Rat von den Spirits dazukommt, als Ergänzung. Spirits von Deck Nummer 4, zeig uns bitte exakte Ergänzung zu dem ausliegenden Kartenblatt, was wir als euren Rat noch nicht gesehen haben.
die Liebenden, also ist eindeutig eure Beziehung. Der Page der Stäbe, auf das Abenteuer einlassen, das Ass der Münzen, der König der Kelche, die Zehn der Schwerter, ah, okay, das ist der Umgang, der da gezeigt wird miteinander, was das angeht. Das Ass der Schwerter, die Königin der Schwerter und die Zwei der Kelche. Also, ganz wichtig für euch, das ist de facto Bindung. Wer jetzt nicht in Bindung ist, dann geht es um die Aufbereitung der vergangenen Bindung oder das, was ihr mit Beziehung verbindet. So, wichtig. Hier geht es darum, sich ganz bewusst immer wieder auf den anderen im Sinne von der Leichtigkeit, der Freude und des Abenteuers einzulassen, auch wirklich die Situationen aufzusuchen in diesem Sinne. So. Und wenn es zu Turmsituationen kommt, wo da einfach knackt, ne? Wo es zu Streit kommt, das sehen wir hier mit den Zehn der Schwertern so ein bisschen angedeutet. Wobei das hier eher im Sinne von Angst vor so einer Situation dasteht, so, weil das dieses Potenzial in sich birgt. Du hast hier das Ass der Münzen drin liegen. Das heißt, das ist ein Neuanfang normalerweise. Ich würde aber eher sagen, weil wir hier den Magic-Hüter haben und weil es hier so um viel um Tendenzen geht, wo es auch wirklich um energetischen Schutz aufbauen mit Inkredenzien geht, würde ich eher sagen, das ist das Potenzial vom Manifestieren. So, und wenn wir hier mal genau hingucken, du hast hier auch so ein schönes Blumenband. Das ist nochmal das Symbol des Verbinden miteinander, diese Bindung stärken. Ne? Du hast den Ritter der Kelche hier. So, der hat so dieses Guck noch auf die höhere Ebene, ne? Dadurch, dass du den Adler hier hast. Das ist dieses nimm die Vogelperspektive an, gerade wenn es hier knallt. So, guck aber, dass du immer wieder dich zu dem Punkt hin, wir sind eigentlich der Liebe wegen verbunden. So, da ist eine Band von dir zu mir und es geht um dieses Band. So, und das ist halt auch dieses, wo ich gerade ganz intensiv dran dachte. Ich habe von einer lieben Freundin einmal einen sehr, sehr schönen Satz gehört. Dann ging es tatsächlich darum, besinn dich auf dein Herzchakra und spür da mal rein. Für was bist du eigentlich gerade da? Und das ist hier eigentlich nochmal hier so schön drin. Da geht es um die Verbindung zueinander einer lebenslangen, stabilen Beziehung. So, per se, die zwei der Kelche müssen nicht ein Paar sein, aber das ist so eindeutig mit den Liebenden, den Zweiderkelchen und auch den vorigen Andeutungen, das ist hier das Thema Liebesbeziehung. Definitiv. So. Und es geht darum, sich immer wieder auf diese Bindung besinnen, gerade wenn es zu Konfliktsituationen mit dem Turm angezeigt kommt, aber klar zu kommunizieren und sich auch nicht hier verleiten lassen, die Königin kann hart werden. Die Königin der Schwerter. Die kann hart, die kann bissig, die kann stichelig sein. So, und das kann auch von beiden Seiten ausgehen. Es geht schon darum, ne, im Sinne des Ass der Schwerter, die Initiative zu ergreifen und zu benennen, was man beobachtet. Ne? Das Ass der Schwerter ist hier im Sinne von schneid den Knoten raus. Schneid den Störfaktor raus, benenne den Störfaktor. Sage ganz klar, das hat hier in unserem Raum nichts zu suchen. Wir sind hier verbunden, weil wir miteinander diese Bindung leben wollen. So, das ist dieses darauf immer wieder zurückbesinnen, damit sich das hier nicht in eine andere Richtung geht und das destruktiv sich auswirkt. So, also das ist, ja. Genau. Das Spannende ist, wenn ihr hier miteinander versucht, auch diese Emotionen rauszunehmen, sich nicht davon leiden lassen, wahrnehmen, benennen, aber nicht davon leiten lassen. Das ist so ein bisschen wie emotionale Ebene von Sachinformationsebene trennen,
mehr trennen, dann erleichtert das euch auch wirklich zu gucken, wo ist denn jetzt dieser Knotenpunkt, wo etwas nicht gut funktioniert, wozu dieser Turmfaktor sich hinter versteckt. Das ist nämlich auch die Erkenntnis, die damit verbunden ist, die euch hilft, das zu stabilisieren und resilient gegen so etwas zu machen. So, weil das ist eindeutig Energie, die von außen kommt, egal ob Person oder etwas anderes, die sich in diese bestehende Bindung reinklinken möchte. Aus welchen Zielen auch immer, ist egal, sie tut es oder sie probiert es und das verursacht das hier. So, und das ist aber auch gleichzeitig für dich der Hinweis, der Partner nimmt das gar nicht so wahr. Ne? Also der, dem ist das gar nicht bewusst. So, deswegen ist es wichtig, dass du die oder derjenige bist, der da diese Beziehung beschützt, ne? Weil du das wahrnehmen kannst. So, mit, wie gesagt, schützen, nicht gegen den Willen irgendwie steuern, das nicht, ausdrücklich nicht, weil auch da ist hier bei dem Magiehüter ganz deutlich in der Kartenbedeutung, es geht um das höhere Wohl und das Einsetzen der persönlichen Kräfte dafür. So, sprich den Willen auch dafür nutzen, um zu manifestieren, was für das höhere Wohl dienlich ist. So, und das schließt ganz klar jede Art von ich beuge den Willen eines anderen aus. Ne? So. Ja, das war's. Meine Lieben, ich hoffe, das war verständlich, weil das so ein bisschen verzahnt ist, bin ich da gerade gar nicht so ganz sicher. Ist aber jetzt schon der Abschluss meiner Lesung für euch. Wenn euch das gefallen hat, gerne mit einem Daumen hoch antworten. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen, wie immer unten in die Box. Abonniert die Glocke, dass wir uns wiedersehen können. Und dann sage ich euch an dieser Stelle Tschüss und schönes Wochenende.